Den ersten absoluten Bezug haben Sie vorher bei links und rechts schon einmal kennengelernt. Hier noch einmal im Detail, wozu absolute bzw. relative Bezüge gut sind. In diesem Beispiel sehen wir einen Eingabebereich, um die Umsatzsteuer auszurechnen. Der Umsatzsteuersatz ist für alle 20%. Damit man die 20% jetzt nicht jedes Mal händisch eintippen muss, kann man den Umsatzsteuersatz in eine Zelle geben und dann die Berechnung auf diese bestimmte Zelle beziehen. Das bedeutet, wir geben die Berechnung ein, indem wir mit ist gleich die Formel starten und sagen, wir möchten gerne den Nettopreis mal dem Umsatzsteuersatz multiplizieren, damit die Umsatzsteuer ausgegeben wird. Damit man diese Formel dann anschließend nach unten vervollständigen kann, muss man jetzt aber definieren, dass die Umsatzsteuer immer in D6 zu finden ist. Und das funktioniert, indem man sich wieder in D6 hineinstellt und mit F4 den Bezug absolut setzt, das heißt, diese Dollarzeichen vor dem D und vor dem 6 erscheinen. Anschließend kann man dann die Formel nach unten hin vervollständigen und wir kontrollieren, die Umsatzsteuer bleibt auf der Zelle D6, aber die Nettopreise verändern sich von oben nach unten, weil sie als relative Bezüge angelegt sind. Ein weiteres Beispiel zum Demonstrieren von relativen und absoluten Bezügen finden Sie weiter unten. Hier geht es jetzt nicht nur darum, die Umsatzsteuer mit einem Steuersatz zu berechnen, sondern die Umsatzsteuer soll abhängig von einer Warengruppe herausgefiltert und anschließend berechnet werden. Dazu gibt es eine Formel, die Sie dann später im Detail noch genauer kennenlernen, und zwar den W-Verweis. Der W-Verweis erlaubt uns, in einer Zeile zu suchen und dann den gehörigen Wert aus einer darunterliegenden Zeile herauszufiltern. Das heißt, wir geben zuerst den W-Verweis ein. Und sagen, das Suchkriterium, also die Warengruppe, anhand der die Umsatzsteuer identifiziert werden kann, der befindet sich pro Ware in der Spalte C. Anschließend müssen wir eben die Matrix definieren, indem die unterschiedlichen Steuersätze und die Kennzahl für die Umsatzsteuer zu finden ist. Das befindet sich im oberen Bereich von C23 bis E24. Das ist also unsere Suchmatrix. Und wir müssen ihm jetzt noch angeben, welchen Zeilenindex er verwenden soll, wenn in der ersten Zeile ein Wert gefunden wird. Da unsere Matrix nur aus zwei Zeilen besteht, ist hier der Wert 2 anzugeben, weil die zweite Zeile ausschlaggebend für unsere Auswertung ist. Da wir eine genaue Übereinstimmung der Warengruppe mit der Warengruppenmatrix haben wollen, müssen wir hier falsch angeben, damit eine genaue Übereinstimmung erzielt wird. Mit Hilfe dieser Auswertung bekommen wir jetzt den jeweiligen Steuersatz. Das bedeutet, die Warengruppe 1 ist angegeben und jetzt sollte 20% als Umsatzsteuersatz ausgewählt sein. Diesen Umsatzsteuersatz müssen wir dann noch mit der Umsatzsteuer, also mit unserem Nettoumsatz multiplizieren, um die Umsatzsteuer berechnen zu können. Damit wir diese Formel jetzt nach unten ziehen können, müssen wir wiederum schauen, welche Werte sich verändern dürfen und welche absolut gesetzt werden müssen. Die Warengruppe, wenn wir die Formel nach unten hin fortsetzen, kann sich von C28 auf C29 verändern, ebenso der Nettopreis. Also hier müssen wir keine absoluten Bezüge setzen. Allerdings die Matrix, also die Werte, die in C23 bis E24 dargestellt sind, müssen immer fixiert auf diesen Bereich bleiben. Das heißt, wir klicken uns in die Formel in C23 und E24 und betätigen die Taste F4, um die Bezüge absolut zu setzen. Kontrolliert werden kann das Ganze, indem man sieht, dass die Dollarzeichen vor dem C und vor der jeweiligen Zelle angegeben sind. Hat man die Bezüge absolut gesetzt, kann man nun die Formel wieder mit Hilfe der Autofüllfunktion nach unten hin ausfüllen lassen.